Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Spezial. Mein jetzigen Gast, den kennt ihr schon, Friedrich Krüger. Schön, Friedrich, dass du Zeit gefunden hast. Ja, hallo allerseits auch von mir. Ihr kennt ihn einmal, also die meisten kennen ihn über diesen Impfvortrag, den wir gemacht haben. Der hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, kann sich noch erinnern. Wurde innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Stunden wurde er gelöscht bei YouTube. Jetzt über 100.000 Aufrufe bei BitChute. Ein Kanal, wo eigentlich keiner groß rauf geht. Hast du mit dem Erfolg gerechnet überhaupt? Nee, dass es so gut ankommt, nicht. Aber mich freut es vor allem, weil es ja sehr neutral, sag mal, von der Herangehensweise war. Und ich glaube, wir haben viele Leute damit zusammen zum Nachdenken angeregt und auch zu einem Austausch untereinander, der jetzt nicht so mit Hass und Feindbildern, ne, ausgerichtet ist. Von daher freue ich mich. Fairerweise sagen, selbst in meinem Sportstudio, wo ich trainiere, hat mich ein junger Mann angesprochen, der ist Anfang 30 und hat gesagt, sag mal, dieser Friedrich Krüger, das war ein super Vortrag. Und er hat genau das gesagt. Diese Neutralität, du hast ja selbst allen das offen gelassen, du hast zum Schluss gesagt, völlig okay, wer sich impfen lassen will, ist okay, also nicht jetzt, dann kann das und das passieren, war ein Riesenerfolg. Und die anderen haben ihn darüber kennengelernt, für mich, ich sag mal, der Shootingstar des Jahres mit Mind Revolution, erschaffe dein Glück selbst, haben daraufhin ja die Leute geguckt, wer ist der, was macht der überhaupt, dieser Friedrich Krüger, und daraufhin haben die natürlich auch gesagt, hey, wir sind begeistert von dem, was er denkt. So, heute haben wir uns zu einem ganz speziellen Thema getroffen. Warum? Kurze Anmoderation dazu. Immer wieder und habe ich festgestellt, dass Leute, selbst die etwas informiert sind, sagen, ja, aber bei Facebook wurde mir aber angezeigt, dass das aber Fake News ist, was der und der macht. Da steht ein Faktencheck. Steckt denn ein Korrektiv dahinter? Also die haben es geschafft, sage ich jetzt mal, so eine Art Stiftung Warentest am Markt zu etablieren für Meinung. Und ich sag mal so, was wir heute machen werden, da freue ich mich ganz besonders auf das, was du vorbereitet hast. Gab es und gibt es bis heute nicht annähernd am Markt. Und das ist ein wichtiges Thema, liebe Leute. Und ich bin hochgespannt, was Friedrich uns jetzt dazu sagt.